Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Brave on the Guts mit dem Voucher und mit unserer Frau Aldale. Schön, dass ihr reinschaut, meine Lieben. Heute wieder eine ganz klassische Exploration-Runde. Ich hoffe doch, dass wir hier einen Kontinent finden, wo ich ihn die ganze Zeit schon vermutet habe. An dieser freien Fläche. Wir haben noch einen Boss offen. Wir können noch mal an der Wand vorbeigehen kurz. Machen wir eine gechillte kleine Entdeckungsrunde. Da liegt eine Nuss, die nehme ich natürlich mit. Die nehme ich natürlich mit. Hier, ich habe auch die Bosse, glaube ich, nicht in der Reihenfolge gemacht, ihrer Schwierigkeit. Ich glaube, den wir jetzt angehen, das ist der zweite oder dritte. Wenn es überhaupt eine feste Reihenfolge gibt, die man irgendwie festlegen kann. So, meine Lieben, letztes Mal hat uns auch der Wolf ein bisschen im Stich gelassen. Kann ich hier reinhüpfen? Nö. Mittlerweile hier, ne? Hat sich auch die Umgebung verändert, ne? Wenn man mal so guckt, Leute. Diese bunten Schlangen jetzt hier überall. Es wird langsam noch mystischer, als es eh schon war. Wir haben volle Energie. Sie hat ausgeruht. Ist eigentlich alles gut, so wie ich das hier sehe. Guck mal hier, das war auch die ganze Zeit nicht, dass hier so eine Art Gras wächst, ne? Schön, das wird immer schöner. Ich bin gespannt, ob wir heute draußen... Seid ihr überhaupt da? Momentan habe ich wieder so eine Phase, Leute, wo ich gerne ab und zu mal nachschaue, ob ich alles richtig eingestellt habe. Ihr seid da. Alles gut. So, ist natürlich jetzt die Frage, lass mich mal kurz ins Inventar reinblicken. Ein Fleischchen haben wir noch. Der letzte Bosskampf ist echt überraschend gut gelaufen. Hier fehlt uns... Die ist bald kaputt, so wie es hier aussieht. Können wir die da nicht raustroppen? Obwohl, nachher brauche ich sie genau wegen einem Ding. Ich wollte eigentlich eher schauen, ob ich noch Pfeile habe. 5 und 5. Wir können also noch Pfeile holen. Dann gehen wir kurz runter zum Dingsle. Zu unserer Zielscheibe. Und hier sammle ich natürlich jetzt auch aber ganzen Sachen ein, wenn sie schon da rumliegen. Lam di lam. Da 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 dam. Dam dam di lam. Da da da. Ich bin gespannt, ob wir was finden werden, Leute. So, Pfeilchen. Einen haben wir schon mal eingesammelt. Hier sind auch noch welche. Die greifen ja nicht an alle, ne? Die legen sich teilweise einfach nur hin. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, gedacht, dass man die töten muss oder so. Ich glaube, unser Mädle, Leute, hat kein Schwert mehr. Doch, wir haben noch Schwerter. Dann nimm doch mal Schwertle in die Hand. Da fühle ich mich gleich viel sicherer, weißt du? Okay, die stehen dann auf, wenn du hinläufst. Dann werden die erst sauer. Was liegt hier noch? Pfeil, Bogen. Den Bogen brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ganz kurz... Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Du weißt ja nicht, ob wir noch mal was finden zum Aufwerten. Es zeigt ja an, dass wir was aufwerten können. Aber nur die... Ah, guck mal, wir haben wieder was gefunden. Hier würde ich sagen... Du bist der Nächste. Wieder ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit gewonnen. So, Leute. Wir sind hier. Und wenn das jetzt... Ich weiß nicht, ob da hinten was sein soll. Ich kann ja aber auch jetzt hier nicht einfach so spaßig außen rum, wie ich will. Lass mich mal kurz was gucken. Hallo, Vögels. Doch, wir könnten hier mal außen rumlaufen und gucken, ob da überhaupt irgendwas ist. Ist das tiefer Schnee? Nee, hier können wir laufen. Jetzt laufen wir mal auf die Rückseite vom Gebäude. Es gab ja nur diesen einen Ausgang. Sonst wäre ich hinten raus. Und dann schauen wir mal, ob da auf der Map irgendwas auftaucht. Ich nehme es jetzt auch mal an. Oh, sie ist schon ein bisschen ausgepowert. Verlangen wir wieder alles von dir heute, ne? Wie weit sind wir denn jetzt schon? Ja, komm, da jumpen wir mal außen rum. Wir müssen halt das Gebiet finden, in dem jetzt der nächste Boss auf uns wartet. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ich bin gespannt, Leute, ob wir da was sehen. Okay, sie ist wieder am Ende. Sie ist mal wieder am Ende. Da-da-dam, da-da-da-da-da-dam. Hier war dieses Geschichtle. Oder kann das sein, dass wir mittlerweile dieses eine Tor aufgemacht haben? Wir hatten da mal oben ein Tor gefunden. Ne, da hinten ist das Tor, ne? Ja, nicht, dass wir das aufmachen müssen. Und der Boss hier direkt unter uns, weil... Guck mal, ich glaube, hier ist die Map abgeschnitten, ne? Es kommt wahrscheinlich dann im Verlauf des Early Access irgendwann dazu. Hier ist einfach nur das weite Meer, Leute. Oh, da müssen wir uns jetzt gleich mal umschauen, wo ich da was vergessen habe. Irgendwo muss ja die Boss-Arena sein, ne? Bin ich gespannt jetzt. Weißt du, hier hört es nämlich auf. Am Eis können wir nicht entlangklettern, das wissen wir. Und da gucke ich jetzt so nah wie möglich. Ne, Leute. Da hinten ist No Man's Land. Oh, laufen wir hier durch. Nicht, dass da so ein Geheimeingang ist, irgendwo rein oder so. Nee, ne? Nee, Leute. Da ist nichts auf der Seite. Also wir gucken jetzt genau dahin und da ist nichts. Dann ist da schon mal für uns auf jeden Fall nicht der nächste Bosskampf, ne?
Dann verbirgt sich das Schwein irgendwo auf der bereits aufgedeckten Map. Ich gehe jetzt mal kurz zum Tor. Wir schauen, ob wir es aufkriegen. Wenn nicht, dann flitzen wir halt hier durch die Lande. Wir finden schon irgendwann unsere nächste Arena. Frau Alderle, geht's noch? Aber wo? Ich wüsste es jetzt echt spontan nicht. Ist das ein Stück Weg, ne? Hier ist das Tor auf jeden Fall. Das muss ja auch was auf sich haben, wenn wir mal genau sind. Ne? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich aktivieren muss oder sowas. Wenn ich das nur immer wüsste. Wenn ich das nur immer wüsste. Man hat ja auch ganz kurz so ein bisschen das Gefühl, man kann ja durch, ne? So, Leute, ich guck mal, ich linse mal da rein. Ey, das ist aber doch... Vielleicht muss ich von unserer Stelle aus da rein irgendwie. Ich drehe mich mal so hin, ob ich irgendwas sehe. Nicht wirklich, ne? Da oben ist, glaube ich, unser Podestle, da wo wir mehr oder weniger immer starten, wenn wir einen Boss erlegt haben. Lass uns mal auf die Map gucken. Naja gut, hier ist ziemlich wenig aufgedeckt, ne? Also die Arena kennen wir, Leute. Hier waren wir. Definitiv. Da war, glaube ich, der Flugdrache. Dann hatten wir hier unseren Wurm. Dann hatten wir hier den Koloss. Und dann war der Tutorial-Boss, der war hier drin. Wo ist dann... Okay, nochmal Wurm. Anderer Boss. Und hier hatten wir den Flugdrache. Dann müsste theoretisch die Arena, die mir fehlt, hier irgendwo sein, Leute. Weißt du, was ich glaube? Dass das hier drin irgendwo ist und wir das noch nicht gesehen haben. Vier Bosse haben wir, ne? Einer, zwei, drei, vier. Dann ist es hier in dem vorderen Bereich oder da hinten. Aber wenn wir mal ganz genau gucken, ist es ja immer eine auffällige Location. Ne? Boss, Boss. Hier ist übrigens auch das X, aber da waren wir ja jetzt. Ich nehme an, dass wir hier irgendwo hin müssen, Leute. Entweder hier... Diese Ausgrabungsstätte oder vielleicht hier. Ich würde sagen, dieser Kontinent ist der nächste, den wir jetzt anschauen sollten. Da gehen wir jetzt hin. Ich laufe jetzt nochmal außen rum, dann starten wir einfach mal durch. Eine Exploration-Runde, wenn wir ihn finden, machen wir beim nächsten Mal den Boss. Und wenn nicht, machen wir einfach noch eine Exploration-Runde. Ne? Das sind eh noch genug Geheimnisse, glaube ich, hier auf der Map. Guck mal, wenn ich da so hintere gucke an den Horizont, erinnere ich mich auch nicht so wirklich dran, ne? Ich mag diese Stimmung der Einsamkeit hier in dem Spiel. Aber weißt du was, wir können eigentlich mal ganz kurz hier hochlaufen. Kannst du dich da hochziehen über den Rand? Warst du da fähig dazu? Jo, tatsächlich. Und an diesem Friedhof haben wir auch nie irgendwas entdeckt, ne? So Großartiges. So, pass auf, Leute. Ich bin froh, dass wir noch ein bisschen Content übrig haben. Ich werde auch mit Sicherheit die Bosse machen, diese nachpatchen. Ich fühle mich wohl in dem Game. So, pass auf, ich muss gucken. Ja, wir gucken auch in die Richtung, in die ich tatsächlich möchte. Ich laufe mal bis vor zum Ausgangspunkt und dann nehmen wir unser Segeltuch. Da, 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 da. Komme ich hier so rüber, wenn ich jetzt segel? Ja, gut. Ist nicht perfekt gewesen, aber sie hat es geschafft, ne? So, ich stelle mich jetzt hier hin, orientiere mich nochmal frisch. Bams. Ja, dann gehen wir jetzt hier runter, würde ich sagen, dann hier durch. Und statt Höhlen hier zu erkunden, gehen wir mal hier so rein, ne? Hier sieht es aus, als wäre irgendwie noch eine Arena, könnte zumindest eine sein. Oder tatsächlich hier hinten drin. Ne? Weil das ist noch so ein bisschen unausgegraut, beziehungsweise ist noch ausgegraut. So, wir hopfen erstmal rüber. Wir müssten mittlerweile auch bis drüben hinkommen. Wir haben ja jetzt zusätzlich Ausdauer gewonnen, ne? Schon. So, ich würde sagen, ich lasse mich hier mal eben fallen. Ein bisschen. Muss halt tiefer kommen, sonst reißt sich nämlich hier runter. So, Leute. Ab hier kann ich dann auf den Boden. Wird knapp, aber sie schafft's, ne? Ganz genau auf den Punkt. Geile Geschichte. So, lass mich gucken. Die Höhlen, die lasse ich jetzt außen vor. Ich laufe jetzt da einfach mit euch zusammen mal durch. Nehmen wir natürlich die Kisten mit, die wir kriegen. Sehr schön, haben wir wieder ein bisschen Loot. Denn wir wissen eins, Loot tut uns gut. Sollen wir zur Not gleich ein bisschen Holz mitnehmen, wenn wir es schon hier rumstehen sehen? Ich würde sagen, ja, ne?
So, dann haben wir das. Müssen wir Fleisch? Nö, machen wir jetzt erstmal nicht. Wenn wir einen Hirsch sehen vielleicht. So, hier waren wir auch schon ganz am Anfang mal. Da hat es aber Schweine. Ein Schwein bringt halt wirklich geiles Fleisch. Ist auch im Real Life so. Aber du hast es schon. Du hast es schon. Wow. Kommt sie hier auf einmal und wird gut. Fleisch, Knochen, Hauer und Leder. Haben wir auch schon wieder ein bisschen was, was wir wahrscheinlich bald fürs Aufwerten nehmen können. Das oben haben wir angeguckt schon, das weiß ich noch. Ja, würde ich sagen, in die Richtung hier mal ran. An die Wasserstelle. Da gehen wir jetzt mal runter zusammen. Ich habe einen Bogen ausgerüstet, falls die Geister kommen. Unser Rucksack hat schon wieder irgendwas zum Aufwerten. Ne, wir haben was wahrscheinlich eingesammelt. Ne, hat es getäuscht kurz. Ach, unser Bogen ist bald kaputt, zeigt er uns hier an. Ne? Das heißt, ich kann hier auf die 2 und nehme einfach einen anderen. Falls wir in den Kampf geraten, brauche ich da nicht so im Eifer des Gefechts. Jetzt bin ich mal gespannt, aber da unten war doch der Drache eher, ne? So, ich habe gesagt, Holz nehme ich mit. Die Bären können wir mitnehmen. Ich gucke nochmal auf die Map. Ne, der Drache war viel weiter hinten. Wahrscheinlich ist da vorne in der Ruine schon der Boss und ich habe den ganz geschickt umlaufen immer. Sag mal, hier ist doch auch Figur direkt vor uns, ne? Hier. Leute, jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir einen Boss übersprungen haben. Und eigentlich ganz nah dran waren schon an dem, ne? Okay, was geht hier? Das sind Schiffe. Kannst du nicht aufnehmen? Das können wir mitnehmen. Guck mal, da ist auch ein Wikinger-Schiff. Schöne Stimmung gerade. Guck mal, was ist denn hier drüben? Hier drüben sieht es auch nach Boss-Location aus für mich. Das ist hier gar nicht eingezeichnet. Dann ist hier der Kontinent, Leute. Dann gehen wir da vorne von den Bergspitzen aus rüber. Haben wir es schon gefunden, wo wir hin müssen? Damit habe ich allerdings nicht gerechnet, ne? Kletter mal da hoch. Jo, kletter. Ja, das komplette Gebiet da drüben ist noch unentdeckt von uns. Ich suche einen Weg rüber. Bin ich sehr gespannt. Und wir haben wieder ein Fleisch gefunden. Holz haben wir dabei. Ist das da vorne wieder ein Schwein? Dann jage ich uns tatsächlich 2. Ja, ist auch eins. Das hast du nicht erwischt. Das hast du nicht erwischt. Ich renne dem jetzt auch gar nicht hinterher über die halbe Map. Ich möchte darüber. Sehr schön. Da hätte ich jetzt den Kontinent halt nie vermutet, ne? So, ich nehme Schwert in die Hand. Wer weiß, was hier gleich auf uns wartet. Hä, wir müssen hier jetzt hier rüber, denke ich mal. Ich kletter mal eben hier hoch. Irgendwo muss es einen guten Übergang geben. Ich will halt nicht durchs Wasser müssen, ne? Da drüben ist fast noch höher. Waren wir da unten schon? Ich muss mal kurz... Ne, ich glaube in der Bucht selber waren wir auch noch nicht wirklich. Leute, da drüben erwartet uns entweder Neuland. Und zwar in der Form... Oh, weißt du was? Ich sehe es gerade da hinten im Horizont. Wir sollten von da oben rüber hupfen. Aber das schaffen wir hier nicht. Es sei denn von da... Pass auf, wir probieren es. Oh oh. Ja, du musst hier, du musst dich ja am Stein festheben. So. Kurzen Moment dachte ich, wir haben blauen Himmel. Zwei Möglichkeiten gibt es. Also zur Not versaufen wir jetzt und ich springe dann nochmal von daheim aus ab, ne? Hier wird es wieder unwirtlich. Ach, die Kulisse ist halt schon richtig gut. Ja, wenn wir von da rüber hüpfen, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Pass mal auf. Ich bin gespannt. Oder hat es auch Kisten? Ich habe nur das Gefühl, dass es hier außer Kisten auch noch Feinde hat gleich. Ey, da war mal ein Heiltrank, Leute. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wie die schmecken. Jetzt habe ich natürlich gerade die Kisten hier alle entdeckt. Die looten wir jetzt auch. Bis wir oben sind. Boah, hier wird's düster. Guck mal. Da hat sie wieder was gefunden, Frau Alderle. Ich sehe nur ganz, ganz wenig im Umriss jetzt das neue Gebiet, das ich da entdecken will.
Gott, ist es hier wüstes Wetter, oder? Da wäre übrigens ein Schweinle gewesen. Hol mal den Bogen raus. Schweinle. Das wäre ja ein Zufall, wenn du das jetzt erwischt hättest. Doch, du hast es erwischt. Aber vorhin haben wir es zum Beispiel direkt gejagt gehabt. Scheiße. Ja, das ist jetzt über alle Dinger. Brauchst du nicht weiter schießen. Hol oben das Teil noch. Das sind überall so kleine Inseln in der Entfernung, ne? Oh, ich habe es gerade nochmal schnorcheln gehört. Doch, das blinkt. Das haben wir erwischt. Ne, haben wir nicht. Das hat unseren Pfeil noch drin. Deswegen hat's. Jetzt haben wir es, Leute. Also zweimal Fleisch für die Bossbegegnung sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Da unten hat es Geister. Die lasse ich jetzt mal weg. Schön, schön. Also zwei Möglichkeiten. Wir kommen entweder von hier rüber. Da sind wir voll beladen, sonst könnte ich das einsammeln. Also entweder kommen wir von hier rüber. Und das glaube ich halt nicht. Aber da unten ist ganz knapp. Ich probiere es. Wir probieren es von hier. Ich muss mich nur noch mal in Position bringen. So, dahin muss ich, in die Richtung. Komm, Risiko, Fisiko ist ein Spiel. Da auf diese kleine Insel, da möchte ich hin. Okay, dann noch ein Stück weiter tatsächlich. Ah, du hättest hier... Was? Error off limits? Turn back. Okay, das ist ein neues Gebiet, das noch kommt. Da darfst du da gar nicht hin. Okay, das hatte ich vorhin kurz mit Neuland gemeint. Aber wir werden jetzt hier ganz bitter verkühlen, Leute. Dann werden wir nochmal von Anfang an los müssen. Ich lasse immer ein bisschen schneller schwimmen, aber das schafft mein Leben nicht. Alter, dann kommt da ein neues Gebiet tatsächlich noch dazu, ne? Ja klar, neue Bosse, neues Gebiet. Ja, nicht gut. Tut mir leid, Frau Alderle. Du warst jetzt mehr oder weniger die Königin der Explorer und hier kommst du auch nirgends hoch, ne? Kann man eigentlich tauchen? Stimmt irgendwie, ich frage mich nur gerade wie. Ah, das überlebt sie nicht, Leute. Das ist ein neues Gebiet, das kommt. Das ist ja auch nicht schlecht. Gehört auch dazu zum Early Access, oder? Dass man mal so einen kleinen Ausflug macht ins No Man's Land. Boah, die unterkühlt, jetzt ist sie gleich tot, ne? Ja, aber gut, dann wissen wir das jetzt wenigstens. Dann können wir das schon mal ausschließen. Tut mir leid. Wenn ich dich retten kann, rette ich dich natürlich. Das Problem ist nur, dass du hier... vergiss es. Und hier kommen wir nicht hoch, ne? Ja, hier kommen wir nicht hoch. Zwar kurz bis hierher. Aber die hat ja auch fast kein Herz mehr. Sie wird uns jetzt hier elendig verrecken, Leute. Gut, aber das ist okay. Dann weiß ich da Bescheid. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Ne, die hat noch genug Herz. Ich sehe es gerade. Hier kommen wir hoch. Das hat so ausgesehen, als wäre das komplett schon weg, ne? Das passt schon. Müssen wir halt eigentlich gucken, dass sie irgendwo reinfindet. Ja, ja, du bist unterkühlt. Wenn ich dir Feuerle machen kann, irgendwo kriegst du auf jeden Fall eine Feuerle. So, wenn ich darüber käme, wäre es eine geile Geschichte. Das ist immer zu weit weg, ne? Hier kann ich nirgendwo mich festhalten. Also wir müssen jetzt eigentlich gucken, Leute, dass sie sich irgendwo aufwärmt. Hier muss ich rüber und da kann ich mich dann auch hochziehen. Haben wir ein neues Gebiet gefunden? Wie geil ist das denn? Okay, aber noch nicht mal in der Nähe vom nächsten Boss, habe ich das Gefühl. So, komm, greif dich hier. Ich gucke, dass ich eine Höhle finde, dann kriegst du kurze Feuerle. Und dann haben wir dich doch gerettet. So, hier kletter ich jetzt hoch mit dir. Du kannst ja so machen, dann bist du schneller oben. Ich guck mal eben auf der Map, ob wir irgendwo in der Nähe von der Höhle sind. Ja, die ist jetzt halt ganz gnadenlos ausgekühlt. So, Spätzle, ich guck. Hier sind wir, da drüben ist die Höhle. Ich würde sagen, wir gehen sie retten, Leute. Gehen wir kurz in die Höhle rein. Die ist ja gleich da drüben. Dass wir rübergekommen sind, wundert mich ja, ne? Lass mich überlegen, wo war der hier?
nochmal kurz reinblinst. Ja, wir gehen eigentlich direkt drauf zu. Wir finden den Boss. Wenn nicht, machen wir beim nächsten Mal noch so eine gemütliche Runde hier. Da vorne ist der Eingang, ne? Irgendwo gewesen. Hier. Wo sich der Nebelschleier lichtet. Wir haben aber noch Zeit. Ich würde fast sogar nochmal rausgehen, wenn sie fit ist. Jetzt bringen wir sie erstmal kurz rein. Also gut, neue Area, wo sie dran basteln und arbeiten, die Jungs. Jo, entspann dich. Guck mal, hier ist alles parat, Lee. Sollen wir sie erst schlagen? Nee, wir machen erst ein Feuer. So, jetzt geht's hier da schon mal ganz gut. Oder muss ich gerade mal noch was gucken hier? Ich würde sagen, wir brutzeln unser Fleisch kurz durch, wenn wir schon hier sind, Leute. Hier war es drin. Kochen wir das Fleisch ab. Hunger hat sie sowieso, dann kriegt sie jetzt auch eins zum Essen, dann schlafen wir noch. Und dann gucken wir nochmal die Höhlenmalerei an. Vielleicht sind wir ganz in der Nähe vom Boss und wissen es noch gar nicht so wirklich. So, das essen wir. Dann gehen wir raus aus dem Menü, kurz pennen. So, alles klar. Gut, wir könnten fast noch ein Brocken Fleisch essen, sehe ich gerade. Müssen wir tatsächlich nochmal jagen gehen, ne? Ja, ist ja kein Problem. Trinken, essen. Ja, so ist schon mal gar nicht schlecht. Was ist denn das jetzt hier an der Dings? Ist da was, was ich entdecken kann? Ja, hier zeigt es tatsächlich ja auch was an, aber... Das ist jetzt schwer zu sagen. Was ist denn, wenn ich hier rausgehe? Wo sind wir dann? Dann sind wir hier. Wir sollten aber vorne wieder raus. So, Feuer ist wieder aus, alles gut. Komm, lass uns mal noch ein paar Meter zusammen machen. Also, wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, hier drüben braucht man nicht mehr schauen. Das ist auch der größte Kontinent und es wäre verwunderlich, wenn hier nicht noch ein Boss wäre. Hier sieht es aus wie, ja, es könnte ein Druidenschrein sein oder sowas. Hier haben wir auf jeden Fall einen Boss gehabt. Das wissen wir noch. Die eigentlich, das Einzige wäre hier. Hier könnte man noch gucken, Leute. Dass wir hier reingehen, tatsächlich. Das ist gar nicht weit weg. Das ist mehr oder weniger hier unten. Dann laufen wir einfach mal hin. Gucken wir uns jetzt um. Wenn noch ein Schwein kommt, nehme ich es mit. Ah, da steht wieder so ein Tipi. Da vorne brennt auch ein Licht. Das glaube ich schon, dass wir da gar nicht so verkehrt sind, wie ich gedacht habe. Kisten nehmen wir auch mal mit. Vielleicht findet man noch einen Heiltrank. Der schadet bestimmt nicht. Sachen sammle ich natürlich auf. Hier tatsächlich. Ne, ist kein Heiltrank leider. Die Sachen nehme ich immer mit. Ich gucke nochmal. Wir laufen da jetzt rein. Ich vermute jetzt gleich mal, anders habe ich mal gedacht, im Moment, wo ich sage, ich vermute, kommen sie hier, die Säcke. Da haben wir eine Zeichnung, Leute. Da haben wir eine Zeichnung. Das sieht mir doch verdammt danach aus, als haben wir es gefunden, oder? Boah, ich will die hinter mich lassen. Scheiße, dann kämpfen wir. Dann kämpfen wir, bevor wir uns jetzt hier... Boah, Alter. Wie stark ist denn der, bitte? Hast du jetzt... Nee, du hast kein Schwert ausgewählt. Wir haben auch nur noch eins. Die sind schon stark hier, die Jungs, ne? Vor allem der mit dem Bogen in der Entfernung. Der nervt so ein kleines bisschen. So, komm, hol den. Im tiefen Schnee hier rumstellen. Müssten wir eigentlich gleich machen, ne? Nicht mehr hier ewig warten. Hat einer von denen ein Schwert dabei gehabt für mich? Nicht wirklich, ne? Ich guck nochmal hier die Dinger ab. Ja, jetzt haben wir natürlich fast kein Leben mehr. Pfeil. Egal, weißt du was, ich nehme den Trank, wenn wir ihn schon haben. Dann sind wir wieder fit. Ich glaube, dass wir hier rein müssen. Guck dir das mal an. Mich wundert nur, dass wir hier noch nicht waren. Ja, hier müssen wir mit Sicherheit rein. Sah schon so aus, ne? So, ich mach langsam. Ja, dann kämpfen wir mal eine Weile. Guck dir das an, Leute. Wir finden ein Stückle Karte.
Was hat es uns jetzt angezeigt? Hat jemand gesehen, was jetzt hier... Ach, direkt vor uns ist ein Kreuz. Okay. In die Richtung aber. Ich nehme an, dass wir hier außen rum müssen. Leute, wir haben es gefunden. Können wir beim nächsten Mal einen Bosskampf machen, oder? Wir gucken mal, ob wir näher rankommen noch. Und dann würde ich bei der nächsten Folge tatsächlich hier mich dieser Herausforderung stellen. Wir müssen da oben entlang, glaube ich. Ne, dass wir hier so rum müssen. Weil da kamen wir ja gerade her. Oder ist es gar hier drin? Ey, das kann auch hier drin sein. Ja, das lässt sich ja noch rausfinden. Was haben wir hier? Ein See? Ich bin gespannt. Wäre jetzt aber genau der richtige Moment, jetzt wo das Leben wieder so... Da vorne, guck mal. Tut mir leid, Schweinle, aber irgendwas müssen wir ja essen. Oh, wie es auch noch quietscht dann. Aber wir jagen ja nur, was wir tatsächlich auch zum Leben brauchen, ne? Du hast es nicht erwischt. Du hast es wieder nicht erwischt. Jetzt habe ich es erwischt, aber irgendwie will es auch nicht von uns gehen. Jo, wie es über der Felsen abgeht, klar. Kommen die Sachen hier runter? Jo. Bestimmt das Einzige, was oben geblieben ist, ist Fleisch, ne? Knochen habe ich erwischt. Was hängt hier? Ja, das Fleisch natürlich, klar. So, meine Lieben. Am interessantesten wird es, glaube ich, sein, wenn wir hier mal gucken gehen, kurz, oder? Ist das interessant. Leute, ich will nicht viel sagen, aber... Wir sind hier beim... Und das Tor fährt wieder zu. Egal, was wir hier gefunden haben. Ich hoffe, ich krieg's hier wieder auf. Ja. Egal, was wir hier gefunden haben, meine Lieben. Sei es eine Höhle, sei es der Boss, wir werden das beim nächsten Mal hier in aller Ruhe angucken. Ich freue mich jetzt schon unheimlich drauf, mit euch das zu entdecken. Ich bin tierisch gespannt. Ich wünsche euch noch eine zauberhafte Woche. Ich dachte, ich habe was im Felsen gesehen. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, meine Lieben. Kommt gut durch die Tage in Richtung Wochenende. Ich weiß, es ist noch ganz am Anfang der Woche, aber schau da ab und zu gelegentlich hier rein. Das schaffen wir zusammen. Und bei der nächsten Folge bin ich gespannt, was hier auf uns wartet. Ich speichere hier ab und verabschiede mich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.